Hallo ihr Lieben, hi und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Picknick-Einkaufsvideo. Ich habe wieder bei Picknick bestellt, wie einmal oder jede Woche einmal und zeige euch hier jetzt meine Einkäufe für die Woche und darüber hinaus, je nachdem. Halt aber auch viele Dinge, die ich halt in einer Woche dann auch verbrauche. Es geht los mit Eiern. Da habe ich wieder zwei Pakete gekauft. Dann habe ich Müllbeutel gekauft. Die sind wieder fast leer. Oder was heißt wieder? Naja, aber die sind jetzt fast leer. Brauche ich jetzt mal wieder ein paar neue. Dann Tomatenmark geht bei mir immer irgendwie weg für alles Mögliche. Wenn die mal irgendwo im Angebot sind, werde ich da auch mal irgendwie einen Angebotskauf machen und mir da irgendwie, keine Ahnung, 10 Tuben holen oder so. Weil die sind ultra lange haltbar und ich brauche die halt wirklich relativ oft. Dann habe ich mir geröstete Paprika geholt. Die mag ich hin und wieder mal gerne so zu Rührei oder sowas, dass ich da noch was anderes mit dabei habe oder zu Spiegelei oder so. Die esse ich dann gerne mit dabei. Dann meine hier Protein-Puddings für meine Pancakes morgens. Da mache ich mir immer jeden Morgen Pancakes. Und da habe ich mir dann jetzt auch direkt wieder 5 Stück gekauft, also für jeden Wochentag quasi ein, wo ich dann jede Woche, ja jeden Tag halt mir die Pancakes immer morgens mache und dann mit zur Arbeit nehme. Und am Wochenende fällt das weg, weil samstags bin ich schon früh ab 7 Uhr unterwegs für meinen Nebenjob. Und da nehme ich mir was auf die Schnelle mit, für was ich halt im Auto essen kann. Da sind Pancakes jetzt nicht ganz so gut geeignet, wenn man die noch mit irgendwas beschmiert. Und sonntags, ja, da mache ich mir eigentlich manchmal nur Pancakes, nur hin und wieder, je nachdem, wie ich Lust habe. Deswegen 5. So, dann Magerquark gehört eigentlich jeden Tag mit auf meinen Speiseplan. Das mische ich mir halt auch immer mit ins Porridge rein, was ich mir immer mittags als Mittagessen halt mit zur Arbeit nehme. Dann Ohrenstäbchen habe ich gekauft. Diesmal direkt 2 Pakete. Dann habe ich was im Vorrat. Und dann habe ich Gewürzketchup geholt. Den esse ich hin und wieder mal gerne. Mittlerweile gibt es den sogar mit 30% weniger Zucker. Hat mich gefreut. Ich schmecke keinen Unterschied. Und da die jetzige Packung ist zwar noch halb voll, aber der war jetzt im Angebot. Deswegen habe ich gedacht, komm, nutze die Chance und nimmst den einfach mal mit. Jetzt geht ja bald auch die Grillsaison wieder los. Und da werden wir den bestimmt innerhalb der Familie hier ganz gut gebrauchen. Genau, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Dann habe ich, ups, so meine Salatgurken wieder gekauft, 3 Stück. Die nehme ich ja immer mit zur Arbeit, schneide mir die und packe mir die halt einfach ein, so zum zwischendurch essen, zum Snacken. Und dann einmal Aufschnitt, meinen Hähnchenaufschnitt, den ich gerne esse. Da mache ich mir also meistens irgendwie im Wrap oder sowas. Oder ja, irgendwie. Oder das kommt dann halt in Wrap rein mit ein bisschen Käse und dann in den Opti-Grill oder so. Also da habe ich immer Verwendung für. Und dann hier dieser Rohschinken. Da hatte ich letztes Mal so einen Heißhunger drauf auf diesen Rohschinken. Und jetzt war der leer und ich hatte immer noch Heißhunger drauf. Und deswegen habe ich mir den jetzt nochmal mitgeholt. Und dann habe ich noch geholt einmal Salz für die Spülmaschine. Das habe ich nämlich jetzt letztens verbraucht. Und ich habe immer gerne Reserve einfach da. Also ich kann das nicht haben. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist. Aber wenn bei mir was leer geht, muss ich das eigentlich neu kaufen. Sonst werde ich irgendwie nervös, weil ich hasse es, wenn ich das sowas dann vergesse und dann brauche ich es und dann ist es nicht da. Und dann möglichst noch irgendwie an einem Sonntag oder Feiertag oder so. Von daher kaufe ich sowas dann immer nach. So, und dann brauchte ich noch Toilettenpapier. Das habe ich dann diesmal, ich halte es mal so, von der Eigenmarke von Picknick gekauft, weil das halt das günstigste ist. Weil das andere, was sie noch hatten, war irgendwie von Zewa oder ich weiß jetzt nicht, wie die alle heißen, dafür Toilettenpapier. Und das ist mir einfach zu teuer, das brauche ich nicht. So viel Luxus brauche ich nicht für Toilettenpapier. Und ja, deswegen ist es jetzt das geworden. Das von gut und günstig war jetzt leider irgendwie nicht da. Das nehme ich sonst immer.
Da ist dann ein bisschen mehr drin. Ich stelle das mal irgendwie jetzt so hier zur Seite. So. Und dann noch Küchentücher. Das ist jetzt ein Riesenpaket. Da sind jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Rollen. Moment, 2, 4, 8 Rollen drin. So, das tue ich mal weg. Stell das mal hier so an den Rand. So, und ja, mit den Küchentüchern bin ich jetzt auf jeden Fall wieder eine ganze Zeit lang versorgt. Ja, ihr seht schon, ich habe diesmal keinen Einkauf gemacht, um irgendwas zu kochen. Die Küche bleibt kalt. Nee, kalt nicht, aber zumindest wird nichts Aufwendiges gekocht. Wenn ihr meinen Vorrats- oder Angebotseinkauf gesehen habt, den ich letzte Woche gemacht habe, kann ich sonst nochmal hier oben einblenden, da. Dann seht ihr, dass ich mich zumindest mit 4 Tüten Froster Tiefkühlessen eingedeckt habe, was eigentlich mehr werden sollte, aber leider dann nicht funktioniert hat. Und ja, da werde ich was von essen oder ich esse halt einen Wrap irgendwie oder keine Ahnung, Eier. Ich bin da nicht so wählerisch, dass ich da jetzt ja, jedes Wochenende irgendwie kochen muss. Da habe ich auch nicht immer Lust zu. Und von daher ist diesmal wirklich nur ein reiner normaler Wocheneinkauf mit dem einen oder anderen Angebot oder extra dabei. Und deswegen, ja, heute kein Rezept. Ja, okay. Ja, liebe Leute, der Einkauf, so wie ihr den hier seht oder halbwegs seht, ne, hier sind ja noch die Küchentücher dabei, hat mich gekostet 39,81 €. Finde ich jetzt in Ordnung eigentlich. Dafür, dass ich da jetzt, ja, sogar länger natürlich als eine Woche mit versorgt bin. Ne? Also nein, ich brauche für eine Woche nicht so viele Ohrenstäbchen. Also die halten jetzt bestimmt keine Ahnung, wie lang. Ich weiß es nicht. Und ja, na hier Toilettenpapier und Küchentücher, das haut halt so ein bisschen vom Geld herein bei so einem Einkauf. Aber wenn es halt leer ist, ist es halt leer. Und so gewisse Dinge gehen halt nicht anders, besonders wenn man Tiere hat, Katzen, ne, die gerne mal irgendwo hin kotzen oder andere Dinge. Und da muss man schon mal wegwischen. Ja gut, dann liebe Leute, wisst ihr Bescheid, alles gesehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Angebotseinkauf oder Vorratseinkauf oder was auch immer, werde ich euch da mal wieder mitschleppen. Und ja, ich sage bis dahin alles Gute euch. Ciao!